Liebe Krebse, hier kommt eure Botschaft fürs Sternzeichen-Kollektiv der Krebse. Wir schauen, was ich euch weitergeben darf. Ihr habt hier das fünfte Haus mit an Bord. Es geht um ein Haus des Elementes Feuer, verbunden mit den Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze. Es geht um eure Selbstverwirklichung und es geht um eure Kinder. Und unten habt ihr noch das dritte Haus. Kommunikation, Umgebung, ein Haus des Elementes Luft. Hier sind die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann zu Hause. Ja, hier hat man die Kommunikation und hier die Diskussionen. Vielleicht auch irgendwelche Streitthemen. Es geht um dich selbst. Du hast hier irgendwie einen Konflikt, der kommt aus dem Umfeld. Der kommt aber auch durch dich selbst. Irgendwas, was du mit dir austrägst. Und du darfst ja auch ein bisschen für dich einstehen, für deine Position, für deinen Posten, für das, was dir wichtig ist. Du beschäftigst dich im Kopf schon mit dem Thema Veränderung. Das sind diverse Zweifel bei dir, die du aus der Vergangenheit auch mitschleppst. Möglicherweise Veränderungen, die du auch vermeidest aus Angst, dass etwas sich wiederholt. Es kommt hier sehr darauf an, in deinem Unterbewusstsein sitzt ein Thema mit dem Außen. Ne? Was gebe ich nach außen? Wie nehmen die anderen mich wahr? Wo muss ich mich mehr zeigen oder wo darf ich mich zurücknehmen? Wo möchte ich das? Ne? Das ist ja auch kein Zwang, sich zu zeigen. Das macht ja jeder so, wie er will. Wo habe ich eine Maske auf oder wo gebe ich von mir preis und wo halte ich was verschlossen? Nun schaust du hier tatsächlich auf das Buch drauf. In der näheren Zeit gibt es ja einiges, was du erfahren wirst. Das Unterbewusstsein spricht mit dir. Möglicherweise hast du hier eine große Erfahrung vor dir, die du machst. Ich habe hier so eine Sache, hier ist das Haus des Außens und daher liegen bei dir die Wolken drin. Es ist beides möglich, ne? Entweder wirkst du nach außen so, dass du Unklarheit hinterlässt oder das Außen wirkt so auf dich. Ne? Hier geht es um, wenn wir die Kommunikation und das Außen nehmen, um vielleicht auch Missverständnisse. Irgendwo steht man im Nebel, man hat nicht das ganze Wissen, das man benötigt. Aus der eigenen Sicht dürfte bei dir auch mal was gut gehen oder sich überraschend wenden. Und hier haben wir eins, als hast du die Möglichkeit, eine Option zu nutzen, andererseits auch die Befürchtung, irgendetwas könnte schief gehen oder der Weg ist noch nicht so ganz klar, auch das kann sein. Es ist der Weg deiner Selbstverwirklichung. Hier hast du den Umbruch und hier unten hast du den Schlüssel. Also alles, was du hier anpackst, kannst du auch wunderbar transformieren in eine Sache, die dir jetzt mit Sicherheit gelingt. Hier geht es auch darum, mal eine Entscheidung zu treffen, nicht alles mit sich selbst auszumachen, Zweifel aufzulösen, im Hier und Jetzt zu sein, nicht in der Vergangenheit hängen oder schon so sehr nach vorne planen. Ja, und irgendwas möchte dir Freiheit bringen, lieber Krebs.
geht bei dir nicht so sehr um die ferne, ferne Zeit. Es geht darum, dass du dir hier und jetzt Gedanken machst um das, was in der näheren Zeit ist und nicht, was weiß Gott, wie viel Wege weg ist. Und ich sehe bei dir einfach, dass du hier irgendeinen Bereich hast, den du genesen lassen kannst. Es kommt Bewegung in dein Leben. Du wirst berührt. Es geht um Gefühlsstauungen, Dinge, die man mitschleppt und alte Wunden, die du hier transformierst oder mal auch hinter dir lassen kannst. Keine muss ich eine ziehen. Der Biber. Der Biber ist durch sein Kauwerkzeug in der Lage, große Gebilde zu erschaffen, Visionen umzusetzen, die er hat. Der Biber gibt dir auch zu verstehen, dass du Mitschöpfer in deinem Leben bist, ne? Dass du manifestieren kannst. Und es geht ja stark darum, dass du mit dir selber und deinem Seelenplan auch in Einklang kommst. Hier geht es darum, nicht nur über Veränderungen nachzudenken, sondern auch mal etwas durchzusetzen. Bei der Lösung stehen dir viele Wege und ein kreatives Potenzial auch zur Verfügung. Und es geht darum, auch dich selbst ernst zu nehmen, dich neu zu orientieren, damit du im Vertrauen deinen Weg gehen kannst. So, guck mal, das ist sehr spannend. Ich habe für dich das Gegengift, ne? Hier wird eine Situation gedetoxed, entgiftet. Und es geht um deine Vitalität, um Wellness, um ein gutes Leben, einen Urlaub, irgendetwas, was dir gut tut. Und im Prinzip auch geht es um eine Erlösung für dich, ne? Von etwas, was schwer wiegt oder was du schwer tragst, sag ich ja. Eine schwere Phase wird beendet. Spannend. Ich denke gerade an bestimmte Krebse, die ich kenne. Und es passt sehr gut sogar. Denkt immer dran, das ist eine kollektive Legung. So, der Engel des Selbstvertrauens unterstützt dich. Du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich. So habe du es auch. Also geh auch mutig deinen Weg weiter, lasse hinter dir, nutze dieses Gegengift, entgifte eine Sache, die dich selbst piekst und dann geht es dir hier auch selber wieder besser. Liebe Krebse, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch bis bald.